Hossa und herzlich willkommen. Ich schmücke mich wieder mit falschen Hörnern. Das bedeutet, es ist Labzeit, genauer gesagt Drachenfestzeit. Ab morgen, nein, Moment, sobald dieses Video draußen ist, bin ich schon auf dem Drachenfest für 7 Tage und dementsprechend wollte ich mich kurz verabschieden. Das heißt, ich bin Abstinent in Discord und in den Kommentaren. Wartet dort nicht auf mich, ich bin da mal kurz weg. Aber natürlich komme ich wieder. Und ja, der große W21-Sommer ist so langsam am Ausklingen. Es war ja jetzt die letzten 2 Monate echt viel auf dem Kanal los. Jetzt geht es ein bisschen in die Sommerpause, zumal die Schule wieder anfängt und ich tatsächlich wieder andere Sachen zu tun habe. Aber das heißt nicht, dass es hier komplett wieder leer läuft. Im Gegenteil, wenn ich so auf meinen Kalender hier neben schaue, sehe ich, aha, bereits am 3. August bin ich Gastspieler bei Katz und Wolf. Der Hotmail macht uns eine kleine One-Shot-Runde. L5R, Legends of Five Rings, meine erste Runde L5R, als Spieler auf jeden Fall, gespielleitet habe ich es auch noch nicht, deshalb bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Mit uns spielt natürlich sein Liebste, die Jamera und der Azrael. Genau, da könnt ihr gespannt sein, so wie ich, das wird wahrscheinlich auf dem Kanal Katz und Wolf gestreamt. Dann passiert 2 Wochen später, am 17. August, eine kleine Besonderheit, die ich dann nochmal extra anteaser auf meinem Kanal. Da spiele ich mit 6 fantastischen Leuten aus unserem Netzwerk ein kleines D&D, ich nenne es Fantasy-Abenteuer. Und mal gucken, ob es ein One-Shot wird oder 2 Abende. Auch das wird gestreamt, da könnt ihr dabei sein. Und ja, dann muss ich mich so langsam aber sicher mal auf den 4. Oktober vorbereiten, denn dann geht es in die nächste Runde auf die Bühne. Das heißt, ihr könntet jetzt schon mal, wenn ihr vorbeikommen wollt, ein Kreuz im Kalender machen. Freitag, der 4. Oktober, abends um, ich glaube, 18 Uhr fangen wir an und spielen, bis wir keine Lust mehr haben, im Theater Mollerhaus. Näheres demnächst, spätestens Mitte August, dann mit Trailer und Flyer und allem drum dran, denn dann kann man auch Karten wieder bestellen. Genau, das sind so die 3 großen Dinge, die da kommen. Natürlich werden wir noch die Gewinner von New Hong Kong Story ziehen und diverse andere kleine Sachen, die noch so nebenbei passieren. Aber ich wollte nur kurz sagen, ich bin da mal weg. Ich bin hier, da im blauen Lager. Da sieht man es, da habe ich noch eine wunderschöne Freiheit und Gier. Da habe ich gerade noch fertiggestellt. Das ist die In-Time-Map, damit wir uns auch im Spiel zurechtfinden in unserem Lager. Ja, mache ich nachher. So, ich gehe noch ein bisschen packen, freue mich drauf und natürlich gibt es auch wieder ein kleines Video, wann immer ich die Kamera auspacken kann. Die ist jetzt ein bisschen größer und nicht mehr so gut zu verstecken, aber auch da wird es ein paar Eindrücke aus dem Blauen geben. Ich freue mich jedenfalls und bis in eine Woche dann.